Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spielchen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich grüße euch herzlich. Und zwar spielen wir heute Fall of Porcupine. Ja, ein Indie-Game und ein sehr schönes Indie-Game, hoffe ich. Das ganze Spiel kommt vom Publisher Assembly Entertainment. Vielen Dank übrigens für den Key. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ich spielen darf. Vielen, vielen lieben Dank. Und Critical Rabbit ist der Entwickler. Und worum es in Fall of Porcupine geht, schauen wir uns gleich an. Ich gehe einmal kurz in die Sprache Deutsch. Das passt alles. Einmal in die Einstellung, Barrierefreiheit, Steuerung, Vibration. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kann ich das ausmachen? Okay. Gut, Steuerung hatten wir gerade. Video, das passt alles. V-Sync an. Kamera wackeln lassen wir mal. Audio passt auch. Ansonsten den Rest regel ich, glaube ich, in Aufnahme. Und ich würde sagen, wir machen ein neues Spiel. Wo bin ich wieder raus? Hallo? Die Maus ist weg. Da, neues Spiel. Bis gleich. Fall of Porcupine setzt sich mit einem Gesundheitssystem auseinander. Es kommt Handlungspunkten vor, die unter anderem Stress, Krankheiten, Tod und Selbstzweifel behandeln. Bitte unterbrich das Spiel, wenn du dich unwohl fühlst und kontaktiere eventuell deine Familie, Freunde oder einen professionellen Anlaufstelle, um Unterstützung zu bekommen. Achso, es geht schon los. Da sind wir. Ich weiß nicht, was los ist, was passiert ist. Okay, ich schalte das Ganze mit WASD. Ich weiß nicht, ob der Controller auch geht. Ich probiere es mal, warte. Der Controller geht nicht. Vielleicht hätte ich vorher starten müssen damit, ich weiß es nicht. Dann spielen wir erstmal mit Maustastatur. So. Okay, wir sind eine Taube, glaube ich. Oh, ist das schön. Oh, das ist voll schön. Huch. Hey, Finley. Schön, dass du endlich da bist. Wie? Also. Was schaust du denn so betröppelt? Nichts. Ich habe nicht erwartet, meine Zimmerpflanze hier zu treffen. Wen hättest du denn erwartet? Vielleicht deine Waschmaschine? Mein Topf vibriert übrigens immer ganz schön, wenn du den Schleudergang anschmeißt. Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich etwas suche. Ach so, und was suchst du? Ich habe keine Ahnung. Aber es war wichtig. Und ich glaube, ich habe es verloren. Na, wenn das so... Wenn du es nicht mehr weißt, dann kann es ja nicht so wichtig gewesen sein. Das kann bestimmt warten, Kumpel. Meinst du? Klar. Komm, entspann dich mal. Schau dir doch diese Wiese an. Das saftige Gras, die helle warme Sonne und diese beruhigende Musik. Wie kann man sich da Sorgen machen? Ja, die Sonne tut echt gut. Aber welche Musik meinst du? Ach so, Moment kurz. So, besser? Ja, das gefällt mir. Perfekto. Lass deine Blätter einfach mal baumeln.
Lass deine Sorgen Sorgen sein. Ja, ja, das sollte ich tun. Ich sollte mich ein bisschen entspannen. Tippo, das will ich hören. Wenn man etwas verliert, taucht es irgendwann wieder auf. Also such dir einen gemütlichen Platz. Nimm dir, was du brauchst. Das mache ich vielleicht. Ich schaue mich mal ein wenig um. Es ist so schön hier. Da will ich mir meinen Platz gut aussuchen. Dir steht alles offen. Hauptsache, du kommst ein bisschen runter. Hau rein, Finno. So, ach, ist das schön. Juhu. Oh, das ist so schön. Die Musik ist ja toll. Oh Mann. Also, wir sind Finno. Eine Taube, wie ich glaube. I. Okay. Hallöchen, Kumpel. So sehen wir uns also wieder. Wie läuft's mit der Entspannung? Und hast du die Person gefunden, nach der du gesucht hast? Läuft ganz gut. Es ist echt schön hier. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Person? Person? Was? Ach, gar nichts. Alles tippitoppi. Wir haben doch alle gute Zeit hier. Habe ich recht? Und was hast du jetzt vor? Ich weiß noch nicht. Wer ist denn der große Bursche neben dir? Was? Ach, der. Das ist Hugo. Wir waren zusammen auf der Uni. Man kann super auf ihm herumklettern. Habe ich früher auch andauernd gemacht. Seitdem ich aber mal Blätterläuse hatte, lässt er mich nicht mehr. Willst du es mal versuchen? Klar, warum nicht? Aber ich glaube, ich komme an den riesigen Blüten nicht vorbei. Warte, das haben wir gleich. So. Und. So. Siehst du, gar kein Thema. Kein Thema, sagst du? Der große Boden hat gebebt. Hugo ist ziemlich kitzelig. Sei also vorsichtig, wenn du auf ihm rundkletterst. Und brich dir keine Blätter ab. Oder brich ihm keine Blätter ab. Er bildet sich viel auf sein Blattwerk ein, weißt du? Na, dann gucken wir mal. Wie komme ich denn darauf? Ah, warte. Okay, und jetzt. Ah, cool. So, jetzt geht's hier nach oben. Und wo muss ich... Wo muss ich denn jetzt hin? Komme ich hier noch weiter? Ach, da. Hey, you, Finster! Hier oben. Huch, wie bist du denn da hochgekommen? Ich kann viele Dinge. Ich darf ja nicht mehr klettern. Da muss ich mir eine andere Lösung überlegen. Was hast du denn so vor? Ich bin noch unsicher. Vielleicht will ich ins Wasser springen. Echt? Ich dachte, wir bleiben entspannt. Außerdem sieht das ordentlich tief aus. Ja, ich glaube schon. Vielleicht ist das, was ich suche, da unten. Ich will nur mal gucken. Na, wie du meinst, Pater Nirin. Ich bin ja eh der Typ Halbschatten und ich neige zum Überwässern. Feigling. So, hinein! Huch. So, da wären wir also. Ich kann schwimmen. Yeah! Warte mal, da unten war ja schon wieder, ne? Hier. Du bist ja noch hier. Klar, ich lass mir den Spitzbart dort hingehen. Frierst du etwa? Ich werde mich kälten. Dann musst du mich pflegen. Für mich einkaufen. Mein Steuer machen. Das Wasser ist doch so super angenehm. Ich weiß gar nicht, was du hast. Nein. Ich mag kein Wasser. Heißt das, ich soll aufhören, dich zu gießen? Das ist was anderes. Das kannst du nicht verstehen.
Blumenangelegenheit. Können wir vielleicht trotzdem hier raus? Okay, okay. So. Der friert. Ist ja witzig. Huch, was ist das denn? Das ist doch die Statue vom Marktplatz. Bist du für das Wasser hier verantwortlich? Kannst du mich überhaupt verstehen? Ich suche etwas. Hast du es vielleicht gesehen? Keine Reaktion. Wie unhöflich. Na dann. Müssen wir auftauchen bestimmt, ne? So, ich probiere mal mein Glück. Wo muss ich denn hin? Muss ich nicht da oben? Achso. Einmal abschütteln und schon geht's weiter. So. Da, ich bin gut drauf. Ah, am Strand. Finnmeister, da bist du ja endlich. Wo hast du denn so lange gesteckt? Die scheint es wieder besser zu gehen. Wie kann es an einem Strand einem schlecht gehen? Dieser Moment, wenn das überschüssige Wasser verschwindet, in dem langsam die ersten Photosynthesen einsetzt. Es gibt nichts Besseres. Ich kann gar nicht genug davon kriegen. Vergesse alles um mich herum. Ich kann mich gerade kaum an deinen Namen erinnern. Finlay, du wohnst bei mir. Pina hat mir dich geschenkt. Du bist aus ihrem Blumenladen. Finlay, Finlow, Dongley, Dingley. Mir ist gerade alles egal. Ach ja. Der Ort kommt mir irgendwie bekannt vor. Warst du schon mal hier? Vielleicht, aber nicht so. Du hast echt komische Gedanken. Hast du denn inzwischen gefunden, was du suchst? Nein. Aber ich glaube, ich suche gar nicht etwas. Ich suche jemanden. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Du hast jemanden gefunden. Dein allerbesten Blumenkumpel. Und jetzt schnapp dir einen Drink und leg dich in den Strand, in den Sand. Wir hatten schon lange keinen Urlaub mehr. Ich komme gleich. Vielleicht finde ich die Person ja hier am Strand. Hol dir aber keinen Sonnenbrand. Ich bin schließlich kein Aloe Vera. So. Diese Blume. So. Dann gucken wir mal. Okay. Hier geht's nach oben. Kann ich auch nach unten oder wie ist das? Okay. Aber wie? Achso. Alles klar. Oh, ist das eine Hüpfburg? Oh, warte mal. Das ist bestimmt eine Hüpfburg, ne? La la la. Ich probiere das mal. Hui! Oh Gott. Wo geht's denn jetzt hin? Wo bin ich? Ingrid? Schön, Sie hier zu sehen. Wissen Sie vielleicht, wo Herr Anders ist? Herr Anders, ich habe Herrn Anders gesucht. Er ist Patient bei uns und er war verschwunden. Ich bin mit dem Aufzug gefahren und irgendwas ist schiefgegangen. Ich muss Herrn Anders finden. Sonst stößt ihm noch etwas zu. Sorry, Ingrid. Sie wissen, wie sehr ich unsere Gespräche genieße. Aber ich habe das Gefühl, dass Herr Anders etwas zugestoßen ist. Wir sehen uns bestimmt später. Oh, hier ist ein Fahrstuhl. Na dann. Okay. Nach oben? Aber wir waren nach oben. Was? Herr Anders muss doch hier irgendwo sein. Hallo? Herr Anders? Hören Sie mich?
Herr Anders! Herr Anders! Wer stellt denn hier die ganzen Blöcke hin? Also sowas aber auch. Herr Anders muss doch irgendwo sein. Hallo? Ist da jemand? Auf dem alten Krankenhausbett stehen Kartons voller Dokumente und Ordner. Komische Wahl für ein Büro. Aber jeder hat seinen eigenen Einrichtungsstil. Das Bett sieht fast wie ein richtiger Schreibtisch aus. Vielleicht sollte ich... Da hinten ist jemand. Herr Anders, sind Sie es? Das ist Blut. Es ist noch frisch. Herr Anders, Sie bluten. Bewegen Sie sich nicht. Was? Wer sind Sie? Bleiben Sie ganz ruhig. Ich werde Ihnen helfen. Ist da jemand? Wir brauchen die Hilfe. Hallo? Au. Dieser Wecker. Sankt Ursula, Aufgaben. So, wählen. Oh, wir haben Nachrichten. Warte mal, Mia hat geschrieben. Okay, mal gucken. Erstmal alles durch, von oben nach unten, glaube ich, ne? Guten Tag, Finlay. Dr. Krokowski hat mich gebeten, dir meine Nummer zu schicken. Hallo, Mia, danke dir. Auch hier, dann meine Nummer. Cool, dass wir zusammenarbeiten. Ja, wir sehen uns morgen. Gute Besserung, Finlay. Ich habe gehört, was passiert ist. Muss ich mir Sorgen machen? Wie schwer ist die Verletzung? Danke. Ach, Quatsch. Alles okay. Ich ruhe mich ein paar Tage aus und dann bin ich wieder am Start. Ich hoffe, ich mache dir nicht zu viel Arbeit. Das sollte jetzt nicht deine Sorge sein. Pass aber ein bisschen auf in Zukunft, okay? Es ist gerade echt viel los auf unserer Station. Jetzt werd aber erstmal wieder fit. Wird gemacht. Guten Morgen. Ich hoffe, du bist wieder fit. Freue mich, dass du wieder zur Arbeit kommst heute. Vielleicht schaffen wir es ja mal zu quatschen. Dann musst du mir ganz in Ruhe erzählen, was passiert ist. So, wie komme ich hier raus? Also, Karl? Gucken wir mal, Karl, was Sie geschrieben haben. Hey, Finlay, meine Nummer. Komm gerne zu mir, wenn du Fragen hast. War witzig gestern. Du bist ein cooler Typ. Lass uns gerne mal wieder ins Gilberts gehen, wenn's dir der Schichtplan passt. Ja, war witzig. Auch wenn die Diskussion mir etwas weit zu Gang ist. Ja, ach, das ist normal. Gewöhn dich dran, Jo Finlay. Wie geht's deiner Beule? Hey Karl, geht schon. Kopf brummt noch ein bisschen. Wie ist es auf der Station? Tut mir leid, dass ich jetzt schon ausfalle. Na, mach dir nichts draus. Hätte eben passieren können. Außerdem wolltest du mir ja nur helfen, Herr Anders zu finden. Hab trotzdem ein schlechtes Gewissen. Bestelle lieber mal eine Pizza. So, Pina hat geschrieben. Oh, langer Text. Schauen wir mal. Hey, Pina hier. Dachte ich, schreib dir mal kurz, damit du meine Nummer hast. Wie läuft's? Viel zu tun? Hey, Pina. Ja, klar. Schon. Aber danke. Es beruhigt sich bald wieder. Wie läuft's in deinem Laden? Die Monstera Deliciosas streiten sich wieder einmal. Wer die schönsten Blätter hat, aber alles ruhig. Danke nochmal für den Ausflug heute. Ich hatte echt einen fiesen Kater, aber die frische Luft hat gut getan. Na klar, hey. Können wir gerne mal wiederholen, wenn du Zeit hast. Ich muss eh regelmäßig in den Wald. Pflanzen sind ja auch mein Job irgendwie. Ja, klar, machen wir. Ich hoffe, bei dir läuft's besser. Was? Echt? Was ist passiert?
Hab eine Kiste auf den Kopf gekriegt. Hab eine Platzwunde. Boah, Finlay, du musst mal auf dich aufpassen. Brauchst du irgendwas? Nee, ich glaube, ich bin fein. Okay, ich fahr gleich nochmal aus der Stadt raus. Wenn's okay ist, würde ich kurz bei dir anhalten und dir was vorbeibringen. Na gut, was denn? Ein Geschenk. Oh, okay, bin gespannt. Danke fürs Vorbeikommen. Hab mich echt gefreut. Und auch für die kleinen Pflanze. Ich werde gut drauf aufpassen. Das hoffe ich doch. Und ich nicht vergessen, regelmäßig ans Licht, nicht zu viel gießen und in 3 Tagen das Tütchen in die Erde kippen, das ich dir gegeben habe. Übrigens, krass, dass du sonst gar keine Pflanzen hast. Das wäre ja nichts für mich. Verstanden, mache ich. Hast du die Pflanze, die wir schon kennengelernt haben? Oh, Mama hat geschrieben. Hui, du Witzka. Okay, ich scroll mal. So. Hey, bist du angekommen? Ich höre gar nichts von dir. Hey Mama, tut mir leid, der Umzug war ziemlich stressig. Ich hoffe, du fühlst dich in Porcupine wohl. Wir kommen dich bald mal besuchen. Und bitte melde dich, wenn du etwas brauchst. Das mache ich, versprochen. Danke, Mama. Wir wünschen dir einen erfolgreichen ersten Arbeitstag. Du schaffst das. Danke. Ich bin etwas nervös, aber ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass meine Station nett ist und ich freue mich natürlich auf die Cafeteria. Du wirst bestimmt ein super Arzt. Wir sind sehr stolz auf dich. Hi Schatz, wie ist es gelaufen? Hey, es war super cool, aber auch sehr anstrengend. Ich wollte eigentlich noch ein paar Kartons auspacken, aber ich glaube, ich gehe einfach schlafen. Ja, mach das. Hast dir einen ruhigen Feierabend verdient. Die Kartons können auch noch warten. Gute Nacht. Wir hören gar nichts mehr von dir. Alles in Ordnung? Hey Mama. Ja, alles okay. Ist einfach alles viel. Hab mir die Arbeit nicht so angestrengt vorgestellt. Ich komme gerade zu gar nichts irgendwie. Ich denke, der Anfang ist immer schwer. Es wird bestimmt besser. Wie geht's dir? Liebe Grüße aus dem Urlaub. Es ist sonnig und warm. Gehe gleich zum Strand. Klingt super. Hier ist es auch ganz schön. Voll herbstlich, aber noch warm. Ich habe auch die ersten Bekanntschaften hier gefunden. Alles gut. Ach, das freut mich. Von der Arbeit? Ach, ja, auch ja. Mia und Karl arbeiten auf der Station und ich mag sie echt gerne. Habe aber auch außerhalb davon schon 1-2 Leute kennengelernt. Ich war auch schon mit einem neuen Freundin hier im Wald unterwegs. War super schön. Sorry, hatte den ganzen Tag keinen Empfang. Das ist wirklich toll. Ich freue mich, wenn du dich wohlfühlst. Das hilft mir auch. Hey Schatzi, sind wieder zu Hause. Ich hoffe, dir geht es gut und du gönnst dir mal eine Auszeit. Ja, das tue ich sogar gerade unfreiwillig, leider. Hatte einen kleinen Unfall auf der Arbeit und bin ein paar Tage krankgeschrieben. Was? Was ist los? Soll ich kommen? Nein, alles gut. Habe nur eine Beule am Kopf. Nichts Schlimmes. Ich kann sofort in den Zug steigen. Brauchst du was? Kauft jemand für dich ein? Alles gut, Mama. Okay, aber sag Bescheid, wenn du etwas brauchst, ja? Dann komme ich sofort. Wird gemacht. Ah, Mama halt, ne? Oh, Bruder. Der Bruder. Hey, großer Bruder. Alles Gute zum Geburtstag. Wie geht's dir so? Alles okay? Hey, Finlay. Alles gut. Happy Birthday, Finlay. Danke dir. Bin gerade mit ein paar Leuten in einer Bar und feiern. Lol, okay. Dann trink mal einen für mich mit. Ah, schon passiert. Kommst du dieses Jahr eigentlich zu Papas Geburtstag? Nee, das schaffe ich nicht. Ich bin im Urlaub gerade. Okay, schade. So, jetzt haben wir alle kennengelernt. Alle Nachrichten, was haben wir hier? Aufgaben, okay, keine Updates verfügbar. Notizen. Oh, warte mal, Mia. Mia hat am selben Tag wie ich als Assistentin angefangen. Auch für sie ist es der erste Job, aber ich bin beeindruckt, wie viel theoretisches Wissen sie hat. Ich glaube, ich kann noch viel von ihr lernen. Karl? Karl ist ein Pfleger auf meiner Station. An meinem ersten Tag hat er mich angesprochen, nachdem ich ihn direkt mit Dr. Krokowski aneinander geraten war. Er ist schon seit einer langen Zeit im St. Ursula und kennt sich super aus. Ich bin sehr froh, dass ich mit ihm arbeiten darf. Auch Porcupine ist er bekannt und bei den meisten beliebt. Er hat mich schon mal mit ins Gilberts genommen. Dort konnte ich ein paar neue Leute aus Porcupine kennenlernen. Pina? Pina habe ich auf dem Weg zur Arbeit
Ich habe auf dem Weg zur Arbeit Pina kennengelernt. Sie ist sehr nett und hatte einen Blumenladen in Porcupine. Oder sie hat einen Blumenladen in Porcupine. Und sie ist mein erster richtiger Kontakt hier. Geht da vielleicht was? Ingrid, ich habe heute das erste Mal ein Krankenhaus als Assistenzarzt betreten. Ingrid hat mich in Empfang genommen und mir alles grob erklärt. Sie ist die gute Seele der St. Ursula. Ich mache mir nur Sorgen um ihren Snack- und Kaffeekonsum. Ursula. Krokowski. Dr. Krokowski ist meine Oberärztin. Sie leitet die innere Medizin 1 im dritten Stock. Und ich sage, wie es ist. Ich habe ein bisschen Angst vor ihr. In meinen ersten Tagen hat sie mich sehr gefordert. Ich versuche, ihren Anspruch gerecht zu werden, aber schaffe es nicht immer. Okay, so. Hilfe haben wir nichts. Gut,